Sie kennen alle solche Statistiken, nach der Machart, man befragt 1000 Heroinsüchtige, ob sie vorher schon mal Cannabisprodukte zu sich genommen haben. Und sagen 950, ja, haben wir. Dann sagt man ganz klar, Cannabisprodukte, also Haschisch, Marihuana, das sind die Einstiegsdrogen für Heroin. Und weil die angefangen haben mit Cannabis, landen sie beim Heroin. Mit der gleichen Logik, ein bisschen andere Fragestellung, können Sie feststellen, dass 100% aller Heroinsüchtigen mit Milch begonnen haben. Und auch 100% aller Alkoholiker. Und Milch ist damit die gefährlichste Einstiegsdroge überhaupt. Ja, das Übel von allem.